Hallo und herzlich willkommen zurück bei Infamous Nummer 2, wo wir in der letzten Folge, naja, ganz aus Versehen mit unseren Superkräften die Eiskonduits losgelassen haben. Das heißt, das ist jetzt wirklich unsere Schuld. Die Frage ist aber natürlich nur, wer hat denn die Eiskonduits überhaupt erschaffen und warum? Kommt nicht wieder vor. Unglaublich. Unser schöner, toller Freund hier, wie heißt er nochmal, der die ganze Miliz und so steuert. Ich glaube, der hat so viel Dreck am Stecken und der will natürlich Macht. Und es würde mich nicht wundern, wenn der natürlich auch irgendwie die Weltherrschaft an sich reißen will. Das ist ja, manchmal ist das ja nun mal, das passiert ja manchmal. So, hier ist die Hauptquest schon wieder direkt um die Ecke. Also würde ich sagen, wir legen damit los. So, vollgezogen sind wir eh. Stromversorgung der Ascension-Gemeinde. Okay, Sieg. Ich habe ihn gefunden. Okay. Die Miliz konnte irgendwo den Trafo von den anderen in der Ascension-Gemeinde trennen. Ah, vielleicht kann ich diesen mit dem nächsten verbinden. Oh nein. Eine Tesla-Rakete abfeuern? Was? Aber ich muss das jetzt zu einem Plus da oder wohin? Da muss es hin. Okay, Sieg. Der nächste Trafo läuft. Gut, dann nichts wie hin. Es dauert, bis sich die Spannung aufbaut. Und die Miliz wird versuchen, das Ding abzuschalten, bevor das Relais den Kühler umgestellt hat. Bitte? Das Relais stellt den Kühler um? Tja, du warst auf der Privatschule, ich in Elektroläden. Und wer ist jetzt der Dumme von uns beiden? Ich hasse es, ohne Strom zu sein. Macht mich irgendwie durstig. Vorsicht da drin. Du kannst dich nicht aufladen. Bleib auf den Dächern. Hey Cole, ich habe Milizgespräche belauscht. Sie sind aggressiv wie Feuerameisen und sie sind dir auf den Fersen. So. Alter, du kleiner Drecksack. So, ist es an? Okay, einer läuft, fehlen noch zwei. Weißt du was, wenn wir schon mal hier sind? Entschuldigung, aber das... Das ist ja jetzt wie so ein Geschenk, das wir wie Geburtstag haben. Oh, ich muss niesen. Oh, hab schon genießt, aus Versehen. Man hat bestimmt gerade noch was gehört und dann habe ich mich aber schnell weggeschaltet. So, jetzt aber Tesla-Rakete, ich weiß gar nicht wohin. Das wird er mir bestimmt gleich sagen. Dorthin, wie es aussieht. Okay, das kriegen wir hin. So. Hey, wie geht's Kuh? Es ist verrückt. Ihre Haut ist kalt wie eine Hundeschnauze. Sie sieht aus wie tot. Aber sie atmet noch. Du klingst nicht sehr besorgt. Es erinnert mich daran, wie ich dich nach der Explosion in Empire versorgt habe. Trish und ich haben uns umsonst gesorgt. Trish hatte schon recht. Mich zu retten war ihr Tod. Ach ja, das ist ja jetzt gar keine Elektrizitätsschanze mehr. Da fliegen wir gar nicht mehr hoch. Ja, ihn zu retten war... Ihn zu retten war nicht unbedingt ihr Tod. Das lag dann doch an was anderem. Man könnte fast meinen, an einem Verrat letzten Endes. Haben mich. Ist ja gut, ist ja gut. Jetzt krieg dich mal einen da unten. Da ist der Trafo.
Boah, es ist ätzend. Aber ich war doch genau in der Nähe. Ist doch egal, ob ich genau da drauf stehe. Naja, super. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich erreiche da gar nichts. Na, Gott sei Dank. Na, endlich. Gott sei Dank erledigt das Viech alles. So, das war sehr knapp und man kommt gar nicht dazu. Es sind zu viele Soldaten, als dass man die alle abknallen könnte. Hä? Ach, Alter. Aha, okay, das hat wohl nicht mehr gereicht. Genau hinter der Hauswand, das ist natürlich super. Ich dachte, vielleicht kriegen wenigstens Teile vom Stadtviertel schon mal ein bisschen Saft. Gott sei Dank, das hat noch geklappt. Also, Sieg, glaubst du echt, Kuo hat Kräfte? Dass sie ist wie ich nach der Explosion? Ich weiß nicht. Vielleicht. Ey, sorry, dass ich Trish erwähnt habe. Ich weiß, sie ist ein schwieriges Thema. Schon gut. Ich lebe mit meinen Fehlern. Aber das war ja jetzt so gesehen gar nicht mal sein Fehler. So. Übrigens für diejenigen, die es nicht gesehen... Nee, ich spoilere das jetzt nicht mit Trish, wer das ist. Dass sie mich nicht gesehen haben gerade. Die haben mich offenbar gesehen. Die Scherben holen wir uns später. Wir haben einen ganzen Stadtteil voller neuer Scherben. Alter, wenn ich auf den Radar gucke. Na, Glückwunsch. Daran könnte ich mich gewöhnen. Einfach zu viel. Ich baller da schon Raketen in alle Ecken, aber es funktioniert einfach nicht. Flog der da gerade? Alter. Ja, Idiot.
Nee, das gibt's doch nicht. Energie in Prozent geht hoch, geht hoch, geht hoch, aber es bringt einfach nichts. Und ich kann leider auch den Posten nicht verlassen, weil sonst ist gleich wieder zappenduster. Mann, und ich konnte nicht mal ausweichen. Na komm, ja komm. Na. Das gibt's doch nicht. Alter, was für eine verkackte Scheiße ist das denn? Entschuldigung. Früher die Stadtteile säubern hat viel mehr Spaß gemacht mit der Kanalisation, auch wenn die eine Stelle da war, wo man überhaupt nicht weiterkam. Und ich konnte nicht mal ausweichen. Na, super. Es ist doch nicht wahr. Na, komm schon! Ja! Alter! Bitte nicht nochmal! Oh ja. Gott sei Dank. Komm, wir schmeißen doch mal 50 Milliarden Gegner auf den drauf. Wird schon gehen. Etwas heldenhafter. Ich bin der Mega-Held. Ich habe gerade 38 Leute getötet. Naja. Ich frage mich sowieso, obwohl Zwangsrekrutierung, das Thema hat man ja schon mal. Diese Milizverbrecher haben ein Mädchen aus den Slums entführt. Am helllichten Tag! Du solltest sie suchen. Dann wärst du ein Held. Und dein Fanclub würde Zuwachs bekommen. Gar keine so schlechte Idee, aber wir müssen wahrscheinlich erstmal wieder... Ja, komm halt die Schnauze. Wahrscheinlich müssen wir erstmal Hubschrauber gegen Monster... Nein, bitte nicht Hubschrauber, bitte nicht Hubschrauber. Warum quält das Spiel mich denn so? Ein Friedhof. Auch mal schön. Also schön ist da natürlich sehr relativ. So, ich würde sagen... natürlich. Willst du wegrennen? Willst du mich verarschen? Wow, Balancing ist super. Man glaubt es gar nicht. Toll, jetzt wurde das auch nicht mehr markiert. So, wir haben jetzt, wir können hier jetzt befreien oder aber wir haben hier jetzt was. Hier ist aber alles mit Strom jetzt, ne? Hier ist alles hell, da hinten ist ein Hafen, hier oben ist alles dunkel. Ich glaube, das könnten vielleicht noch zwei Stadtteile sein da oben, ich bin mir gar nicht so sicher. Ich gehe mal ganz kurz Hubschrauber gegen Monster, weil es eh in der Nähe ist und damit ich mich wieder schön abfacken kann darüber. Hubschrauber, schmeiß ruhig 50.000, aber naja, man muss auch zugeben, es ist stellenweise schon sehr gemein, aber es wäre natürlich zu einfach, wenn man einfach so durchkäme immer. Ach, da unten. Hallo, mein guter Mann. Wir glauben, dass Sie uns mit Ihrem Kampf gegen die Monster helfen würden. Aber viele Unschuldige sterben im Kugelhagel. Wir brauchen wirklich Ihre Hilfe. Ach, du Heilige. Was ist denn... Ich könnte das Monster erstmal die Arbeit erledigen lassen, aber ich fürchte... Ich dachte eigentlich, wie ist das Monster? Na super, 10.000 Dinger draufgeholzt. Das reicht immer noch nicht.
So, dann sauge ich hier erstmal wie so ein Blutsauger. Sauge ich erstmal die Dinger aus. Na komm schon, den kriegen wir doch. Jawohl, das war der Hubschrauber. Wir kriegen wieder ein bisschen Saft auf die Kanüle. Die Frage ist nur, sollen wir jetzt gegen das noch mehr Hubschrauber oder was war das? Ein bisschen Saft gerade wieder. Die kämpfen da oben gegen irgendwen. Oh. So, das war Monster Nummer 1, aber Monster Nummer 2 kommt gerade rangestürmt in der Sequenz und wir können gar nichts machen, weil die Sequenz gerade noch lief. Ist ja gut, Kollege. Komm hier. Ciao. Naja, fast. Ach, der lebt ja immer noch. Na komm, einen noch. Jetzt muss ich leider auftanken. Tut mir leid, ich komme gleich wieder zum Spielen. So, das hole ich mir mal. Wo ist es hin? Offenbar haben wir da oben auch Freunde auf dem Haus. Na komm schon. Ciao. Wie können die sich denn durch ein Dach wühlen? Das ist mir aber... So. Der Kollege dürfte auch weg sein. Ich glaube, damit haben wir's. Eine Nebenmission bis zum nächsten Upgrade. Durch ihre Taten sind sie etwas heldenhafter geworden. Ich freue mich sehr. Gebiet eingenommen. Juhu. Das ging doch erfrischend erquicklich, möchte ich behaupten. Da ziehe ich mir erstmal einen Saft aus der Wand. Und da hinten haben wir gleich noch eine Scherbe. Scherben sammeln. Oh, 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 oh. Das wird noch ein Thema hier wieder. So, ich sehe hier... ich sehe nämlich überall Scherben. Die ragen hier quasi aus jeder Wand. So, wir brauchen nur noch 8 Stück, dann haben wir wieder einen weiteren Energiespeicher. Alter, hier ist der überall Scherben. Was denn hier los? Der ganze Stadtteil ist ein Altglascontainer, wie es aussieht. So, da oben auch. Ich mache mal eben diesen hier.
Und da hinten sehen wir gleich die nächste Scherbe. Ich würde gerne das Upgrade haben, wo wir die nächste Scherbe auf dem Radar sehen. Andererseits brauchen wir das nicht wirklich, glaube ich. Wir haben es ja bisher auch immer ganz gut geschafft. Hier soll die nächste sein. Also genau unter uns. Ah, da. So. Angeblich ist keine in der Nähe, ich sehe die aber schon. Dann sammeln wir jetzt einfach noch ein paar Scherben, oder? Ich meine, brauchen wir die eh. Da haben wir eine Bombe. Scheiße, ich weiß gar nicht, wie das ging mit den Bomben. Ich springe erstmal auf den Boden der Tatsachen zurück. So, erst die Energie raus. Das war... Das war hell. Nach der Elektroshow. Mit R1 Scherbe entnehmen und die lassen mich nicht. Ich konnte es gerade nicht. Mädchen, latsch doch nicht genau da rein. Das gibt's doch gar nicht. Weil meine Dinger da wieder nicht ankommen. So, Überfall verhindert, keine Ahnung. Ich würde jetzt gerne die Scherbe hier rausnehmen. Es geht nicht. R1, ich drücke R1 wie ein Wahnsinniger. Das war R2. Ich kann die Scherbe nicht... willst du mich verarschen? Einfach beeindruckend. R3 geht auch nicht, R1... Das ist ja bescheuert. Und Saft hat die auch nicht mehr drauf, komisch. Also ich kann ihn nicht entnehmen, R1 gedrückt wie ein Weltmeister, wollte nicht. Nee, ich krieg dir da nicht raus. Komisch, keine Ahnung warum. So, da haben wir da oben noch eine. Und wo ist das? Ich hoffe mal, das ist das Haus hier. Ich weiß es nicht genau. Hallo? So. Doch, da kommen wir rauf. Super. Was ist das denn hier? Alter, eine fette Flak oder was? Flak hat ihr Zahnstein zerstört. Alter. So, ich dachte schon, jetzt wäre es um uns geschehen. Wir jetzt landen beim Wasser. Freedom. Ich habe keine Ahnung, wo wir hier sind. Da wurde mir gerade wieder eine Bombe angezeigt, war wahrscheinlich dieselbe. Und da hinten ist noch eine. Ja, wir sammeln Scherben gerade ein bisschen. Das gehört zum Job als Superheld, ohne Scherben geht's eben nicht. So, zum Glück kann er Leitern klettern. Ich glaube, im ersten Teil konnte man keine Leitern klettern, ne? Da konnte überall Wände hochlaufen, aber Leitern... Eine Leiter? So, da ist noch einer. Ansonsten... Da sind noch zwei. Thank you.
So, hier soll eine Scherbe sein. Und eine Taube sehe ich auch noch. Hä, hier ist doch keine Scherbe. Ich hole mal ganz kurz, kann ich das nehmen? Ich glaube, wir haben den eh schon. So, hier. Doch nicht da. Natürlich da. So, komme ich da... Wo kann ich mich denn hier festhalten? Da. So, die haben wir auch. Die Taube holen wir uns auch. Wenn ich die sehen würde. Und da findet auch wieder ein Überfall statt. Aber ganz ehrlich, die Überfälle und so, wie gesagt, die lassen wir einfach mal aus. Ich finde das so albern mit diesen mechanischen Tauben. Finde ich so ein bisschen Satelliten abhören. Ja, aber mechanische Tauben, die rumfliegen und Audiologs in der Hand halten. Oder im Fuß, je nach Taubenart natürlich. Ach, da unten. Dann höre ich mal rein. Knips. Ich würde es sagen, wenn ich wüsste, wo sie sind. Audiomitschnitt von Joseph Bertrand. Datei B082. Wir müssen etwas mit dieser Sumpfschlampe machen. Sie tötet meine Jungs und stört meine Operation. Das kostet mich viel Geld. Die Jungs verlieren fast den Verstand wegen dieser Sumpfhexe. Und sie ist aalglatt. In den Mangroven finden wir sie niemals. Was schwebt Ihnen davor, Sir? Naja, ich dachte, vielleicht könnten Sie eine Art Konduitradar erfinden. Oder sowas in der Art. Hat das Vorrang vor den 5 anderen Projekten, an denen ich für Sie arbeite? Nein, verdammt! Bringen Sie zuerst die anderen zu Ende. Und den Konduitdetektor setzen Sie auf die Liste. Wer arbeitet denn da und was... Ist denn dieser Konduitdetektor bitte schön? Können die damit in der ganzen Stadt ausfindig machen, wer wo gerade ist? Nee, das kann gar nicht sein. Willst du mich verarschen? So, jetzt haben wir den trotzdem. Hab ich. Ich war dran beteiligt. Sozusagen. So, ach, da ist auch noch eine. Mann, ich weiß gar nicht, wie viele Scherben es hier noch gibt. Ja, kriegt euch mal wieder ein. Ich hoffe... Ich wollte gerade sagen, ich hoffe, die kriegen mich nicht wieder ein hier oben. So, wir müssen einerseits darüber... Ich laufe dir mal einfach davon, ist mir gerade ganz egal. Und hier oben auf dem Ding war, glaube ich, auch noch einer drauf. Das heißt, da können wir auch nochmal ganz kurz hin. So. Die Mangroven. Ich habe keine Lust, im Sumpf unten zu landen, dann sind wir nämlich tot. Ich greife um mich. Sehr schön, ich freue mich. So. Uha. Die Demonstranten sollen eben demonstrieren, aber wir kriegen das noch alles hin. Die wissen es ja einfach nicht besser. Oh, 7 von 20. Okay, wir brauchen doch noch 7. Ich dachte vorhin, wir brauchen noch mehr. Weniger. Der nächste ist da drüben. Oh! Der nächste war da und wurde gerade noch nicht angezeigt. Oder ich habe es nicht gesehen. Mist.
Tuba, die da im Hintergrund spielt. So, 9 von 20 zum Vergrößern. Ach, wir haben schon einen dazu bekommen. Ich habe das gar nicht gemerkt. Ich sammle hier die ganze Zeit nur. Jetzt bin ich verwirrt. Das heißt, wir haben schon wieder 9. Jetzt brauchen wir nur noch 11 und kriegen schon wieder einen Energiekern dazu. Das geht natürlich flotti-flotti hier. Aber es liegt natürlich daran, dass es ein neuer Stadtteil ist. Auch wenn es ja storytechnisch dabei natürlich nicht weitergeht, ist das natürlich leider ein Must. Sag ich, ich weiß gar nicht, wie oft ich das noch sagen werde in diesem Let's Play. Es tut mir leid, wenn ich mich da wiederhole. Aber man weiß es ja, manche Leute sind ja gerne lernresistent. Da helfen ja auch Erklärungen nichts. So, warte. Alter. Willst du mich verarschen? Und noch eine Taube. Lass mich gehen. Und noch eine Taube haben wir da hinten. Nicht ich. Bitte, ich mach, was du willst. Nicht ich, bitte. Ich mach, was du willst. Okay. Ich sehe die Taube nicht. Siehst du die Taube? Ich sehe die Taube. Ach, Leute. So, haben wir's. Hallo, geh mal weg. Ach, Alter, darf ich mal bitte schön die Taube hören? Gut gemacht. Geh mir doch nicht auf den Sack mit deinem Scheiß. So, Taube. Jetzt aber. Audiomitschnitt von Agent Cool. Datei G58. Laufend neue Meldungen. Eine Art Sumpfgeist verwüstet das Lager der Milizen. Sie glauben nicht an einen Geist. Ich hatte den Verdacht, dass es ein neuer Konduit ist. Also habe ich eins der Lager verwanzt. Ich hatte Glück. Hören Sie mal. Was war das? Na gut, aber wir wissen ja schon, wer dieser Konduit ist. Den haben wir ja schon befreit. Also insofern ist das jetzt nicht wirklich... Die Audiologs offenbaren uns ja jetzt nicht wirklich Neues. Ist jetzt nicht so mega spannend. Ach du Heilige, wie soll man denn nach da oben hinkommen? Okay. Ach du Heilige. Nein, überhaupt nicht übertrieben, aber wie cool das aussieht. Und wie lustig, dass sie ja auch so einen Friedhof gemacht haben. Diesmal, New Murray hat einen Friedhof. Ich glaub, damals hatten wir keinen Friedhof, ne? So, wo müssen wir eigentlich hin? Hier haben wir schon so ein bisschen, befreit haben wir noch gar nichts. Da ist eine Hauptquest. Ich würde jetzt gerne aber erstmal wieder ein paar Nebenquests machen. Ich weiß, die Hauptquest ist viel näher. Das Opfer. Ach, weißt du was? Wir machen das Opfer, weil die Hauptquest einfach nebenan ist. Dann müssen wir wirklich mal wieder ein paar Nebenquests machen, sonst kommen wir da nicht mehr hinterher. Ey, dem Opfer.
So, da hinten war auch noch eine Scherbe irgendwo. Die holen wir uns auch nochmal schnell. Wenn ich das richtig gesehen habe, dann... Damit habe ich nicht gerechnet. So, und wir machen uns auf den Weg zum Opfer. Es sei denn natürlich, wir finden zwischendurch wieder ein paar Scherben und laufen dann noch 5 Stunden rum und sammeln Scherben. Yeah. Oh. Der surreale Schrecken und das Trauma für all die Millionen an der Ostküste erzeugt möglicherweise eine Massenhysterie. In den Einflussgebieten des Empire-Vorfalls berichtet man von Leuten mit übernatürlichen Kräften und täglich erreichen uns weitere solcher Meldungen. Ein Bericht beschreibt eine ältere Frau, die fliegt wie eine Rakete. Andere reden von einem Mann, der immun gegen Schüsse ist. Und dann gibt es eine Jugendliche, die aus dem 12. Stock fiel und überlebte. Ähnliches hörten wir während der Empire City Quarantäne. Monster bestehend aus Müll, Riesenstahlmänner und Leute mit übernatürlichen Kräften. Der bekannteste ist wohl der Terrorist Cole McGrath, bekannt als Elektromann. Ist nun McGrath verantwortlich für die Vorfälle? Trägt er die Schuld am Empire-Vorfall und die große Welle der Zerstörung? Wir hier von USTV haben dazu noch mehr. Ja, dann zeig doch bitte noch mehr. Natürlich wird uns wieder alles in die Schuhe geschoben, ist ja klar. Aber so funktioniert's eben. Huch, Vorsicht. Ich bin kein Sonderling. Da hinten habe ich noch eine Bombe gesehen. Ich glaube, ich kann sie entschärfen. Nein, kannst du nicht. Mach so weiter, wir räumen hier richtig auf. So. Und gleichzeitig war das natürlich auch eine Scherbe. Und wir können jetzt hier endlich das Opfer starten. Was wir natürlich erst in der nächsten Folge machen, sonst wäre es doch zu einfach. Ich bitte dich. Naja, jedenfalls, wir haben eine Menge blaue Scherben gesammelt. Wir haben einen neuen Explosionskern. Wie heißen die Dingern? Einen neuen Energiekern. Und ich glaube, wir sind kurz wieder vor dem nächsten Energiekern. Das heißt, langsam werden wir immer stärker, immer stärker, immer stärker. Ob uns das viel nutzt, weiß ich nicht genau. Wir gehen die nächste Folge erstmal wieder in die Hauptquest. Aber dann müssen wir wirklich ein paar Nebenquests machen, um wieder Stadtteile zu befreien. Um diese Stadtteile eben leer zu kriegen von der Miliz, von der Unterdrückung, von diesem Opa, der sich da offenbar eine ganze Armee zusammenstellt. Ich habe fast das Gefühl, der möchte sich also anhand dessen, wie viele Konduits er da unten hat in diesem Lager, anhand dessen hat man fast die Vermutung, der möchte tatsächlich die Weltherrschaft anstreben oder einen Krieg oder sonst irgendwas. Naja, in der nächsten Folge erstmal das Opfer. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss.